Also es kann nicht gut sein, oder? Wenn die uns irgendwo hinlockt. Zehn Seelen. Ihr habt nicht sehr viel Seelen in euch. Weg. Weg. Da ist ein Weg runter. Wollen wir jetzt runter oder der Katze folgen? Oh. Oder in den komischen Gang hier gehen. Oh, mit noch einem Fahrstuhl. Sehr schön. Stopp. Erstmal Fahrstuhl freischalten. Danach können wir gucken, was in den ganzen anderen Gängen ist und was mit der Mietze auf sich hat und so weiter. Fahrstühle freischalten ist immer wichtig. Und wo sind wir? Oh. Das ist der Fahrstuhl bei dem komischen Typen. Sehr gut. Also ein sehr wichtiger Fahrstuhl, denke ich mal. Heilen wir uns unterwegs mal kurz. So, es geht ganz schön tief runter. So, wir haben jetzt immer noch die Auswahl Katze oder runter. Erstmal sollen die aber alle weg. Genau, tritt das Abgrundding. Tritt es blutig. Und lass es runterfallen in den Abgrund und Fallschaden nehmen. So, ich sehe nicht den Weg, wo die Katze sein könnte. Also gehe ich jetzt runter. Schild. Immer tiefer runter. Vielleicht treffe ich jetzt ja auf die Könige, bevor sie so wurden, wie sie waren, als ich sie getötet habe. Oh, warte mal. Wenn wir in der Vergangenheit sind, lebt Gwyn dann noch? Oder ist Gwyn anders? Also wir sollen ihn ablösen. Also ist er nicht mehr in der Lage, sein Amt zu vollziehen. Also tot oder komisch. Ist er jetzt auch tot oder komisch? Das wäre mal richtig interessant, wenn man in alle Gebiete könnte, aus dem normalen Spiel, aber halt in der Vergangenheit. Und wenn da kleine Unterschiede wären. Das wäre sogar ziemlich sinnig, so als Programmierer. Weil die müssten die ganzen Gebiete nicht neu machen, sie müssten nur kleine Details umändern. Hm. Oh. Weg. Weg. Oh, 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 oh. Heilung. Okay. Was bist du? Menschlichkeit. Okay, okay, okay. Heilung. Dann schwarzer Raum. Nix. Ich könnte theoretisch die Fackel auch wieder rausholen, aber ich... So dunkel ist es nicht. Weg mit dir. Weg mit dir. Da ist ein zu schmaler Gang. Ich will da nicht mit euch komischen Gestalten rumhantieren müssen. Außerdem habe ich das Gefühl, der Weg nach unten ist noch recht weit. Und ich will da nicht zu viele Heilzauber oder Heiltränke benutzen. Wow. Nein. So, was haben wir hier? Doppelmenschlichkeit. Und eine schwarze Flamme. Das wird die Pyromantenflamme sein, nur in Abgrundsversion, denke ich mal. Schwarze Flamme. Schwarze Flammen sind gewichtig und verursachen körperlichen Schaden. Genug, um auch den mächtigsten Schild beiseite zu stoßen. Okay. Da hinten funkelt was. Ich sehe aber nicht direkt den Weg hinzukommen. Okay, vielleicht doch Laterne raus. Nicht du. Komisches Zeug, komisches Zeug, komisches Zeug, komisches Zeug. Laterne. Da. Achso, die sollte nicht in die Hand, sondern in die Hand. Richtig? Richtig. Und es bringt nicht so wirklich viel mehr.
Licht. Okay, vielleicht hier rechts. Da kamen wir her. Glaube ich. Genau, dann sind wir hier lang. Hier war Loot. Vielleicht war der ganze Weg hier runter nur für den einen Zauber, den wir nicht nutzen werden. Und wir müssen jetzt wieder hoch zu der Stelle, wo wir runtergefallen sind durch die Illusionswand. Das da hinten irritiert mich. Oh, wo kommst du her? Von oben, glaube ich. Ja, nee, okay. Wir gehen zurück. Und versuchen, einen anderen Weg zu finden. Ich glaube, das geht schneller, als hier rumzuprobieren und was weiß ich. Okay. Hier geht's wieder hoch. Oh, das ist der Loot, den wir unten gesehen haben, glaube ich. Noch mehr Menschlichkeit. Also, es gibt hier wenig Seelen, aber es gibt viel Menschlichkeit. Das ist doch... Weil dieses bunte Zeug hat mich hierher gelockt. Gucken, ob das eine Falle ist. Aber wenn jetzt diese Viecher kommen, könnten sie mich ganz leicht hier runterschubsen. Okay. Die Lichter scheinen also nett zu sein. Oder wer auch immer sie gelegt hat, scheint nett zu sein. Oder sich selbst helfen wollen. Und da unten ist eine Nebelwand, die sehr komisch aussieht. Das könnte der Endboss von dem Addon sein. Oder zumindest irgendwas Wichtiges von dem Addon. Komm her. Ah, oder so. Loot. Weiße Scholle. Ah, da. Eine Heilung. Ich wollte gerade sagen, eine Heilung, aber. So. So, so. Dann da runter. Oh oh. Hier sind ein paar von euch, ja? Ja. Stamina, bisschen Stamina. Au, 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 au. So, beide weg. Du da. Und ich habe jetzt immer noch nicht getestet, ob die Viecher wirklich weniger oder mehr Schaden machen durch den Abgrundschreiterring. Ich glaube, ich nehme den mal kurz ab. Wobei, es ändert nichts. Selbst wenn sie jetzt mehr oder weniger machen oder auch nicht, ich würde beim Boss ihn trotzdem wieder anziehen. Einfach nur, um zu testen, ob es bei dem Boss denn funktioniert. Also, ne? Schild in die Hand, rein da und gucken. Deine Hand hat uns hierher geholt. Manos, Vater des Abgrunds. Ich kann deine Attacke schon blockieren. Und du hast einen Schwanz. Und ich verliere ihn aus dem Target, wenn er irgendwelche Moves macht. Schild hoch. Jo, Schwanz getroffen. Schild hoch. Au. Heilung, Schild. Behalt in dem Ziel, verdammt. Oh, das war knapp. Jo, 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 jo. Schwanz. Oh, er macht irgendwas Komisches.
Ja, alles, was er macht, sieht komisch. Au, hey, 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 hey. Eine Affenhand sieht echt sehr, sehr komisch aus. So, Schwanz. Oh. Okay. Stopp, stopp, stopp. Schild hoch. Heilung. Prioritäten und so. Überleben ist dezent wichtiger, als irgendwelche komischen Schwanztrophäen zu sammeln. Fokus. Stamina. Schild. Jo. Schild. Jo. Stamina, Stamina, Stamina. Ja, tob dich aus. Okay. Ah, da war der Abgrund. Aber super Schild, echt. Kann ich nichts gegen sagen. Hat er schon so oft den Hintern gerettet. Oh, trink. Okay, 13 Aufladungen für eine Flasche noch. Das reicht bestimmt noch eine Weile. Smash, Smash. Hulk Smash, ja. Schild hoch. Und ich hätte auf den Chloro, was auch immer, Ring wechseln sollen. Ich habe den Schwanz nicht getroffen. Oh, 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 oh. Trink. Sofort nach dem Aufstehen trinken. Ja, okay, okay. Alles gut. Schild hoch. Stamina. Trink. 9, 10 Flaschen noch. Aber wir haben ihn auch schon ein Viertel runter. Das kann nicht gut sein. Trink. Ging das noch durch? Ja. Und sowas von heilen, wenn ich gleich Chance dazu habe. 7. Und ich glaube, ich sollte eher seinen Arm abhacken als seinen Schwanz. Ich glaube, der Arm ist das, der zaubert. Und auch die größten Attacken macht. Ich habe jetzt definitiv schon 3, 4 Mal getroffen. Vielleicht geht das gar nicht. Na komm. Na zu. Oh. Ich habe noch gar nicht probiert, zwischen ihnen durchzurollen. Nein, keine gute Idee. Chill. Okay, 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 okay. Trink. Was machst du da? Okay. Hau. Hau. Hey! Okay, man kann es unterbrechen. Aber ich wollte eigentlich während der Phase ganz auf seinen Schwanz einprügeln. Trink, 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 trink. Schnell, 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 bevor er was macht. Ja, okay. Schild nicht hoch. Stamina, Schild hoch. Fünf Tränke noch, aber er ist fast kaputt. Ich würde trotzdem echt gerne versuchen, den Schwanz zu erwischen. Was zur Hölle war das? Die Attacke ist neu.
Ah, mich dezent überrascht. Frage ist jetzt, kommt die ab einer gewissen Zeit oder ab Lebenspunkten? Ich denke ab Lebenspunkten, weil er war schon recht weit unten, hatte nur noch 30% oder so. Okay, also er ist definitiv machbar. Das mit dem Schwanz muss ich mir überlegen, ob ich das Ganze jetzt nochmal versuche, weil der Kampf zieht sich ja doch ganz schön. Aber ich habe jetzt wieder 20 Tränke und ich glaube, ich komme diesmal mit mehr zu ihm hin. Oh, aber das testen wir gleich einfach. Also bis dann.